Er ist der bekannteste Auktionator Deutschlands und gehört zu den beliebtesten Antiquitätenhändlern des Landes. Wolfgang Pauritsch. Wir begleiten ihn bei einer Auktion für Luxusgüter in Stuttgart. 300 sind geboten, 400 sind geboten, wer bietet 500? Wird Wolfgang Pauritsch heute seine komplette Ware unter den Hammer bringen? Und wer bietet da eigentlich so mit? Wenige Stunden vor der Auktion treffen wir Wolfgang Pauritsch in Stuttgart. In seiner Autobiografie spricht er erstmals über seine Kindheit und Jugend. Meine Mama hat mich geboren in Innsbruck. Ich habe meinen Vater noch nie gesehen. Und dann hat sie mich selber aufgezogen bis zum 6. Lebensjahr. Doch dann reichte das Geld der Mutter nicht mehr. Sie musste Vollzeit arbeiten und Wolfgang kam zu seinen Großeltern. Ich habe auch gesehen, dass meine Mama kämpft und das Geld verdienen muss, damit ich eben aufwachsen kann bei den Großeltern. Meine Mutter hat auch meine Großeltern finanziell unterstützt. Die haben in einem Zwei-Zimmer-Apartment gewohnt. Das Klo war im Freien, da war noch kein fließend Wasser, also es war ziemlich einfach. Für den kleinen Wolfgang war der Großvater eine wichtige Bezugsperson. Er brachte ihm auch das Handeln bei. Ich war mit meinem Großvater sehr oft angeln, der hat mir das beigebracht. Wir haben die Fische gefangen, haben sie dann in der Kolonie, also bei unseren Nachbarn, verkauft. Wir haben Kirschen gepflückt, haben die verkauft, wir haben Spargel gestochen. Und mein Großvater hat mich sehr viel gelernt. Der hat mir zum Beispiel beigebracht, dass man fast alles reparieren kann. Das handwerkliche Talent war geweckt und auch seine Vorliebe für Antiquitäten zeigte sich sehr früh. Ich habe viele Flohmärkte besucht in Österreich und meine Jungs, die sich für Fahrräder interessiert haben, haben schon immer geguckt, weil ich beim Porzellan und beim Glas war. Das war schon ein bisschen eigenartig, wenn ich jetzt zurückdenke. Und trotz guter Noten entschied sich Wolfgang Pauritsch nach der Schule für eine Ausbildung als Schlosser und Installateur. Mein Klassenlehrer wollte auch, dass ich weiter zur Schule gehe und studiere, aber dann wäre ich wieder den Großeltern auf der Tasche gelegen, das wollte ich nicht. Und da habe ich den Weg eingeschlagen, selbst einen Beruf zu erlernen und eigenes Geld zu verdienen. Doch das Geld reicht nicht. Ein lukrativerer Job muss her. Pauritsch wird Wachmann in einem Auktionshaus. Das war für mich natürlich interessant. Da musste ich einen Anzug anziehen, musste quasi einen Kunden spielen und habe mir immer genau angehört, was die Auktionatoren da von sich gaben. Und das war für mich schon etwas Besonderes. Eines Tages fällt dann kurz vor einer Auktion der Versteigerer aus. Sein Chef ist verzweifelt, doch Pauritsch ergreift die Initiative. Ich habe das alles so mitgekriegt und dann bin ich einfach zum Chef und habe gesagt, Sie entschuldigen Sie, wenn Sie wollen, als Vertretung würde ich mir das zutrauen, soll ich das versuchen? Nach langem Hin und Her hat er gesagt, versuchen Sie es und dann bin ich eben auf das Pult drauf und habe gesagt, meine Damen und Herren, ich bin kein Auktionator, ich bin nur der Ersatz, aber wir müssen die Auktion jetzt durchführen. Und dann habe ich einfach den Katalog genommen und habe runtergelesen. Und schon war die erste Hand da. 3.200, 3, 5 bis 4.000 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und ich hatte als Wachmann meinen ersten Teppich als Versteigerer verkauft. Pauritsch konnte seinen Chef begeistern und der stellte ihn direkt an. Seine Karriere als Auktionator hat begonnen. Ortswechsel, Stuttgarter Kongresscenter, eine Luxusmesse. Wolfgang Pauritsch hat seinen eigenen Stand und versteigert gleich 60 Objekte. Die können sich die potenziellen Bieter vorher noch genauer ansehen. Für einen lockeren Spruch zwischendurch ist Wolfgang immer zu haben. Ich nehme Kreditkarten, ich nehme Bargeld oder Sie lassen die Frau als Pfand hier oder die Frau den Mann als Pfand. Aber Sie müssen ihn binnen 3 Tagen wieder abholen, gnädige Frau. Also ich will nur Ihr Bestes, meine Damen und Herren, ich will Ihr Geld. Die Besucher lassen sich schon für die Auktion registrieren. Darunter prominente Gäste, die auf ein Schnäppchen hoffen. Anderen reicht ein Selfie. Wolfgang Pauritsch geht vor der Auktion noch seiner Vorliebe für schöne Autos nach. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich einmal in eines reinsetzen durfte. Und heute besitze ich auch einen Oldtimer. Leider fahre ich ihn viel zu wenig, aber ich werde darauf achten in der nächsten Zeit, dass ich ihn wieder mehrfach bewegen werde. Eines der Tageshighlights auf der Auktion gleich ist diese originale Rolex. So eine Uhr kostet heute neu um die 8.000 Euro. Die ist von 1992 und wir haben einen Startpreis von 2.000 Euro. Das ist eines der Highlights. Ich habe diese Uhr mit 2.000 Euro eingeliefert. Und wenn ich 2.200 Euro bekomme, habe ich 200 Euro Gewinn. Aber ich hoffe, dass ich mehr Gewinn habe. Zu den Skurrilitäten der Auktion gehören diese seltenen Automobilplaketten. Ganz unterschiedliche Jahrgänge mit Emailschmelztechnik. Wir haben die als Konvolut zusammengestellt. Es sind 6 Stück an der Zahl. Startpreis ohne Limit. Das heißt, wir fangen bei 1 Euro an. Normalerweise kosten die zwischen 30 bis 50 Euro pro Stück. Aber ich denke, 150 Euro für alle müsste drin sein. Und als Höhepunkt dann ein Weißgold-Collier. Shine bright like a diamond.
Das ist eines der heiß begehrtesten Stücke am Stand. Das ist nämlich ein Einkaräter und zwar in der Farbe River E. Das ist so ziemlich das Beste, was es gibt. Wichtig ist, der Stein hat über ein Karat, er hat 1,04. Beim Goldschmied oder beim Juwelier kann der über 20.000 kosten. Und es sind schon einige Interessenten dran. Mehr als 200 Leute warten schon vor der Bühne auf den Auktionator. Der trifft noch letzte Vorbereitungen. Ich bin natürlich schon ein bisschen aufgeregt, ein bisschen Nervenkitzel ist das immer. Aber es sind sehr nette Leute da, auch einige unserer Stammkunden, und ich bin ganz guter Dinge. Und dann steht der Auktionator dort, wo er hingehört, auf der Bühne. Und jetzt kommt vom Silberservice über das Löffelset 180 sind geboten, ich kenne von mir 1 Euro. Bis hin zu moderner Kunst, alles unter den Hammer. Da kriegt man auch schon mal Durst. 815 zum Ersten. Und dann das erste Highlight. Ich habe hier eine Rolex. Zur Erinnerung, auf 2.500 Euro wurde sie geschätzt. Ob Wolfgang Pauritsch so viel rausholen kann? Wer bietet mir als erstes Gebot 2.000 Euro dafür? Und dann geht es ganz schnell. 2.000 zum Ersten. 2.2 sind geboten. Es wird eine Auktion. 2.3 sind geboten hinten. Wer bietet noch 2.400? 2.400 sind geboten. 2.500 sind geboten. Wer bietet 2.6? Und 2.6 sind geboten. Wer bietet noch 2.650? 2.6 zum Ersten, 2.6, 2.650 sind geboten. Wer bietet 2.7? Dann 2.650 hinten zum Ersten, 2.65 zum Zweiten und 2.65 zum Dritten. Eine Auktion ist das! Ein Applaus, bitteschön! Ich habe was versteigert, hast du gesehen? Als nächstes die Automobilplaketten. Ohne Limit. Jeder kann bieten, was er will. 30, 40 sind geboten, wer bietet 50? 50 sind geboten, wer bietet 60? 60, 70 bei dem Herrn hinten. 80 sind geboten, wer bietet 90? Dann 80 zum Ersten, 80 zum Zweiten, 90 ganz hinten, 100 sind geboten. Jetzt sind wir bei dem Preis, was 2 kosten. Wir haben hier aber 6 Stück. Wer bietet mehr? Horst Lichter soll eigentlich einen Vortrag nach der Auktion halten. Doch er bietet auch ordentlich mit. 180 zum Ersten, 180 zum Zweiten für alle. Und 180 Euro, letzte Chance, zum Dritten. Verkauft Horst für dich. Bieter Nummer 46, ein Applaus, bitteschön. Als letztes dann das Collier. Doch das will nicht richtig zünden. Geboten sind bis jetzt 9.000 Euro, das ist zu wenig. Wer bietet 12.000 dafür? 12.000. 9.000 sind geboten zum Ersten. 9.500 sind geboten, wer bietet 10.000? Heute wohl niemand. Und 9.500 zum Dritten für die Bieter Nummer 26, ein Applaus, bitteschön. 9.500 Euro für ein Collier, das auf 23.000 geschätzt wurde. Für Pauritsch ein Verlustgeschäft. Alles für die Firma.